Tod, der dritte Band der Dunklen Turmreihe, geht stolze 750 Seiten lang und das ohne dabei langweilig oder abgehoben zu wirken. Ist das so? Oder sage ich diesen letzten kleinen Satz vielleicht nur, um euch anzuteasern? Wer weiß. Viel Spaß mit diesem Video. Sitzt die Käppi überhaupt? Mann, meine Haare wachsen und sehen einfach scheiße aus, deswegen. Wundert euch nicht. Okay. Tod ist mal wieder von Seite 1 an ein absolutes Lesevergnügen. Und das auch nicht zuletzt durch seine Genre-Kombinationen aus Fantasy, Mystery und teilweise sogar ein bisschen Horror. Mystery deswegen auch wieder, weil wir einfach wirklich so, so wenig über diese eigentlichen Hauptthemen erfahren, wie zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich dieser verdammte dunkle Turm? Warum hat Roland von Gilead, was auch immer, sich sein Leben darauf verschrieben, diesen Turm zu finden? Das ist so diese Hauptfrage. Und wir wissen nach Band 3 immer noch nicht wirklich mehr darüber als ganz am Anfang. Im Gegensatz dazu erfahren wir aber super viel über die Welt. Und das sind diese Fantasy-Elemente, die ich angesprochen habe. Das hat mir super, super gut gefallen, dass wir einfach diese Welt beschrieben kriegen, die auf irgendeine Weise schon eine Fantasy-Welt ist, aber irgendwie ja auch schon mit unserer eigenen Welt verknüpft ist, wie wir ja auch schon im zweiten Band erfahren haben. Und dann kommen natürlich auch Horrorelemente dazu. Horror jetzt nicht in dem Sinne, dass es irgendwie brutal und so wird oder krasser Horror, sondern einfach immer so dieser subtile Grusel, den ich einfach total gerne lese. Und das kam hier tatsächlich mehr vor als in den ersten beiden Bänden. Was ich einfach mal wieder krass finde von Stephen King, ist, wie wenig man eigentlich auf diesen 750 Seiten erfährt und dennoch eigentlich es nicht langweilig wird. Denn hier gab es eigentlich keine Durststrecken. Auf der einen Seite erfährst du wirklich wenig, wie ich ja schon angedeutet habe. Auf der anderen Seite passiert doch immer was. Wir erfahren einfach so viel über diese Welt und über diese Charaktere. Und das ist immer in irgendwelche Action, in irgendwelche Gespräche eingebunden, die super interessant sind. Tatsächlich haben wir bis jetzt, so in den ersten beiden Bänden, noch nicht besonders viel über die Welt, in der Roland lebt, erfahren. Nur, dass es irgendwie eine mysteriöse Fantasy-Welt ist, die aber irgendwie mit unserer Welt verbunden ist. Das ändert sich jetzt in Band 3, denn wir erfahren so die ersten Gesetze und die Regeln, nach denen diese Welt eben funktioniert und lebt. Wir begegnen anderen Menschen in dieser Welt, anderen Wesen in dieser Welt und das eben alles auf eine super geniale Fantasy-Mystery-Horror-Mische. Also das ist wirklich genial gemacht. Aber auch die Charaktere waren in diesem Buch wirklich sehr, sehr spannend zu begleiten in ihrer Entwicklung einfach zu beobachten, zum Beispiel auch Roland, wo ich ja noch im letzten Video zum zweiten Teil gesagt habe, dass er eher ein uninteressanter Charakter ist. Das hat sich jetzt völlig geändert, denn in diesem Buch erleben wir auch bei ihm sehr deutliche Charakterentwicklungen, wenn man ihn eben mal mit dem Roland aus Band 2 sogar noch vergleicht. Da sieht man definitiv Unterschiede und trotzdem ist er immer noch so dieser undurchdringliche, komische Kauz, den man noch nicht so hundertprozentig durchschauen kann, aber man sieht eben, wie er lebt und sich entwickelt und das finde ich immer super cool dabei. Eddie dagegen ist weiterhin so der Sympathisant für den Leser und die Leserin, denn er hilft einem, die Tiefe und die Unbegreiflichkeit der Geschichte und von Roland dann doch irgendwie zu begreifen, denn er ist durch seine manchmal ein bisschen unbeholfene Art so derjenige, der einem hilft, sich wohlzufühlen in dieser Welt, die einen dann doch häufig ein bisschen allein stehen lässt, weil man sie eben noch nicht so wirklich begreift. Und da ist eben Eddie genau derjenige, den man braucht, um einen da nicht alleine fühlen zu lassen. Susanna dagegen finde ich tatsächlich immer noch ein bisschen schwierig einzuschätzen, was ist so ihre Rolle in dieser Geschichte. Die Detail-Elemente zum Beispiel, die vorkommen, die finde ich immer noch sehr interessant, sehr spannend, wenn die vorkommen. Das ist einfach immer cool geschrieben, total packend geschrieben. Aber ansonsten weiß ich nicht so richtig, wofür sie steht. Dafür, dass Roland so dieser verschrobene Kauz ist, der die Gruppe anführt. Eddie ist derjenige, der den Leser wohlfühlen lassen sollte. Und Susanna, was ist mit ihr? Was ist ihre Rolle? Ich weiß nicht, ob man da schon mehr über sie wissen kann. Was ich noch zu ihr sagen kann, ist, dass sie in diesem Buch eine sehr merkwürdige Szene hatte, wo man sich einfach mal wieder fragt,
King, du Alter, was geht in deinem Kopf bitte vor? Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber da gibt es ja auch diese eine Szene, die so unglaublich umstritten ist, unter allen Lesern und Leserinnen gefühlt. Und so eine Szene hatte ich hier auch wieder, wo ich mir denke, das ist einfach sehr merkwürdig, wo ich mich einfach frage, was geht in deinem Kopf wieder ab? Was soll der Scheiß? Dennoch, nach all diesem Lob, das ich jetzt in diesem Buch gegeben habe, muss ich auch sagen, dass es schon immer noch viele Elemente der Geschichte gibt, die sehr schwer zu begreifen sind, wo man sich einfach fragt, was will der Autor uns damit bitte sagen? Will er uns überhaupt was sagen? Aber vieles wirkt einfach so, als wäre es eine einzige Metapher, die ich einfach nur nicht verstehe. Geht es da nur mir so oder geht es euch auch so? Ist das wirklich zur Gänze so gewollt? Ich weiß, in den meisten Szenen ist es natürlich so gewollt, dass man nicht alles versteht. Das ist natürlich auch richtig so und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich das Buch so mag. Aber an vielen Stellen, da verstehe ich es eben nicht so ganz. Also es kommen viele Sachen vor, wo ich eben denke, das wäre so eine Metapher, die ich einfach nicht begreife. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob euch das auch so geht. Was ich aber doch auch wieder sehr genial finde an diesem Buch, sind die Weltenwechsel. Diese Art, wie unsere Welt mit Rolands Welt verknüpft ist, ist einfach super einzigartig. Und auch die Zeit, wie sie eine Rolle spielt in dieser Reihe, ist super genial. Denn es geht ja nicht direkt um Zeitreisen. Aber wir wissen ja auch schon aus dem zweiten Teil, dass Eddie und Susanna beide zwar aus New York kommen, aber aus unterschiedlichen Zeiten. Und das ist so mindblowing, aber auch so genial. Und das ist hier in diesem Buch nochmal krass verwoben. Es werden hier Elemente vom Zeitdenken sozusagen aufgestellt, die ich persönlich so noch in keinem Film oder Buch gesehen habe, wo man einfach nur gepackt da und gefesselt da sitzt und sich denkt, boah, wie faszinierend eigentlich, was für Gedanken man sich da zu der Zeit im Grunde machen kann, wie das die Charaktere tatsächlich auch gedanklich beeinflussen kann. Das finde ich sehr, sehr gelungen an diesem Buch noch. Fazit. Zum Schluss kann ich einfach sagen, ich bin immer noch mega gehypt auf diese Reihe. Ich will immer noch wissen, wie es weitergeht. Ich will immer noch wissen, was dieser Turm ist. Ich will immer noch wissen, wer die Charaktere eigentlich sind. Wer ist eigentlich Roland? Da bin ich so gespannt mittlerweile. Was wird aus den Charakteren? Was wird aus dieser Welt? Was wird aus unserer Welt in dieser Welt? Was wird aus dem dunklen Turm? Was ist dieser dunkle Turm? Ich bin einfach nur gespannt auf Band 4. Ja, und wenn dir jetzt dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder über deine Meinung in den Kommentaren, denn das ist eigentlich das Schönste, wenn man nicht nur einen Monolog über Bücher halten kann, sondern sich sogar austauschen kann. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wie ich über Bücher quatsche, dann klickt doch gerne auf Abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.